So, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, herzlich willkommen hier wieder zum Webinar der DZ Bank, Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Heute ist ja der 11. August. Wir sehen es hier, Webinar Teil 11. Thema heute, unruhige Zeiten in DAX gezielt nutzen. Heute zu Gast, freuen uns sehr, von Feingold Research, Benjamin Feingold und Daniel Saurens, zwei Geschäftsführer von Feingold Research. Und ja, sehr happy heute die zwei da zu haben. Ja, einen fundamentalen Ansatz im Markt, sind bekannt vielleicht Ihnen schon von vielerlei Artikel im Online- und im Printbereich, kommen von Börse Online und FTD. Jetzt sehr stark unterwegs im NTV, in der FAZ, berichten dort, werden immer wieder zitiert und ja, sind, haben wie gesagt einen anderen, erfrischenden, nicht nur einen charttechnischen oder technischen anderen, sondern einfach einen fundamentalen Ansatz und sind heute einfach mal gespannt, von den zwei Herren ja die Märkte analysiert zu bekommen, Basiswerte. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen was von euch erzählt. Vielleicht hören wir auch mal kurz ein kleines Hallo von Benjamin und von Daniel dir. Hallo, hallo. Grüß euch, zugeschaltet. Aus Frankfurt, nicht? Genau, aus dem aus dem Frankfurter Nordend. Aus dem Frankfurter Norden. Sehr gut, sehr gut. Daniel, du bist noch ein bisschen leise zu hören, aber ich denke, mit kräftiger Stimme wird man dich gleich besser hören. Ja, ich bin ein klein wenig erkältet mit Sommergrippe, aber das kriegen wir hin. Ich rede so laut ich kann und zwischendurch übernimmt ja auch der Benjamin ab und zu. Oder du schaltest dich noch ein bisschen lauter. Wir können ja gleich nochmal den Toncheck bei unseren Teilnehmern, bei Teilnehmern machen. Genau. Nein, aber wir freuen uns schon, ja, von euch zu hören. Kurz, ihr werdet sicherlich gleich nochmal die Gelegenheit haben, euch auch noch vorzustellen. Grob das Thema eben heute, unruhige Zeiten, erhöhte Volatilität, da ist ja viel Bewegung drin in den letzten zwei Wochen. Das brauchen wir nicht nochmal zu wiederholen. Ich glaube, jeder von den Teilnehmern weiß, dass wie wir in den Aktienmärkten in den letzten zwei, drei Wochen ja schon deutlich Kurse nach Süden gesehen haben. Dementsprechend ging die Volatilität sehr stark nach oben. Und ja, wie man das eben nutzen kann, erhöhte Volatilität für Anlageentscheidungen, für die Produktauswahl, wie vor diesem Hintergrund auch die fundamentale Ausblick von verschiedenen Basiswerten zu beurteilen ist, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Kurz vorneweg, bevor wir gleich zu den Marktausblick und zu den Einschätzungen kommen, den gewohnten und Ihnen bekannten Disclaimer. Sie wissen mal, wir machen ja keine Anlageberatung. Wir werden Ihnen heute nicht in keiner Art und Weise empfehlen, ein Produkt, ein Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Ja, vielleicht fangt ihr kurz mal an. Daniel und Benjamin, stellt euch kurz mal vor. Ihr verlinkt gleich schon mal auf eure Seiten, damit wir hier nicht diese rechtlichen Hinweise sehen. Und bin schon mal gespannt, wie euer Volatilität und ein fundamentaler Ausblick zu den Märkten sein wird. Ja, genau. Also erstmal herzlich willkommen an alle Teilnehmer. Und Stefan, du hast uns eben schon vorgestellt, der Benjamin ruft im Hintergrund mal unsere Seite auf und in der Tat, wir sind ehemalige Redakteure von Börse Online, der FTD, die ja am 7. Dezember 2012 eingestellt wurde und von dem Anlegermagazin Kapital, haben uns am 1. Januar 2013 selbstständig gemacht mit Feingold Research und Feingold Research erreichen Sie über die aufgerufene Seite und vielleicht ganz zu Beginn, ehe ich noch zwei, drei Worte zu uns verliere, Sie können hier bei Feingold Research bei uns in dieser Rubrik einen interessanten Wert verpasst mal draufklicken, wenn Sie möchten. Da befindet sich nämlich als kleiner Service von uns für Sie das Handwerkszeug für heute Abend, auf das wir, sofern wir zu allem kommen, eingehen. Also da ist eine Auswahlliste für verschiedene ISINs. Vielleicht während des Webinars gar nicht so wichtig, aber im Nachklang, wenn Sie die Produkte, die wir besprechen, doch mal sehen wollen, wenn Sie eine Idee danach haben, wie wir Produkte auswählen und wie unsere Ideen sind. Also können Sie, wie Stefano schon sagte, keine Kaufempfehlung rein erklärend, damit Sie nachvollziehen können, wie wir bei Feingold Research
den Markt analysieren und wie wir an Produkte rangehen. Und ich habe eben im Fragefenster schon die Frage eines Teilnehmers gesehen, die greife ich auch auf, da musste ich ein bisschen grinsen. Der fragt nämlich, kommt heute ein ähnlicher Vortrag wie beim VTAD? Zum Hintergrund, wir hatten vor, ich glaube, 8 oder 10 Wochen so in der Richtung einen Vortrag gehalten beim VTRD, bei der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands hier in Frankfurt. Und da hatten wir genau das umgekehrte Bild. Niedrige Volatilität auf Mehrjahrestief sozusagen. Und da war natürlich der Fokus auf den auf klassischen Call-Optionsscheinen, denn die sind ja bei niedriger Volatilität, da bin ich schon halbwegs im Thema von heute, sehr, sehr günstig. Und in den letzten Wochen hat sich dieses Bild gedreht. Die Volatilität ist merklich angesprungen und deswegen heute der Vortrag so ein bisschen unter einem anderen Gesichtspunkt, nämlich unter dem Gesichtspunkt der deutlich erhöhten Volatilität. Was macht Volatilität mit den Märkten? Auf welche Produktkategorien hat sie Einfluss? Und wie kann man Vola vielleicht so ein bisschen auch mit Bauchgefühl spielen? Und Entschuldigung, wir bei Fango Research kommen eben so von der fundamentalen Schiene, was nicht bedeutet, dass wir nicht die Chartanalyse auch dazu nehmen, das macht bei uns der Franz-Georg Wenner, aber viel fundamental auch und die Vola ist für uns immer sehr, sehr wichtig. Ich habe Ihnen die mal hier aufgerufen bei der Börse Frankfurt, da sehen Sie den VDAX New, den, von dem man ja immer wieder liest, als sogenanntes Angstbarometer auf den letzten 12 Monaten und wer schon öfter bei uns vorbeigeschaut hat, der weiß, ich hatte immer seit letztem Jahr so eine 14-20-Regel beim VDAX New und jetzt wird der eine oder andere sagen 14-20, was bitte soll das denn bedeuten? Ja, darauf baut heute das Webinar so ein bisschen auf, 14-20-Regel. War Pi mal Daumen so, dass ich sagte, bei 14 Punkten im VDAX New ist Volatilität sozusagen sehr günstig, da sind wir niedrig am Markt, da ist die Angst und die Vorsicht der Marktteilnehmer sehr gering. Und da kann sich der Kauf von beispielsweise klassischen Call- oder Put-Optionsscheinen lohnen, vor allem von Put-Optionsscheinen, weil, so ein bisschen zum Hintergrund, der VDAX New tickt ja, wenn man so will, umgekehrt zum klassischen DAX. Das bedeutet, wenn es sehr ruhig ist am Markt, dann wollen die Marktteilnehmer auch wenig Versicherungsprämien, dann ist der VDAX New sehr gering. Geht es am Markt ein bisschen turbulenter zur Sache, so wie in den letzten Wochen, dann schnellt die Volatilität nach oben. Jetzt werden einige sagen, okay, wir sind ja jetzt schon sehr, sehr stark gestiegen in der Vola, also ich kürze es immer auf mit Vola ab, also in der Volatilität, über 20 Punkte in den letzten Tagen kommen, wie Sie hier unten schön sehen, von 12 Punkten, also prozentual haben wir über 50% gut gemacht, aber so viel als kleine, ja, ich will nicht sagen Warnung, aber als Ergänzung, gucken Sie mal auf den langfristigen Chart, da sehen Sie, wir waren zu diesen, ich will mal sagen, ganz düsteren Zeiten im Markt. Ende 2008, Anfang 2009 waren wir bei 80 Punkten in der Spitze mal und dann bei 60. Und selbst hier im Jahr 2011, als die Griechenland-Krise ihren Höhepunkt erreichte, waren wir nochmal bei rund 50 Punkten im VDAX New. Also insofern kann man da hinten sagen, ich rufe Ihnen mal nochmal den 3-Jahres-Chart auf, wir sind im Moment, wenn man die Ruhe oder Unruhe am Markt betrachtet, ja, mittendrin sozusagen. Also wir sind auf der kurzen Sicht, natürlich ist es sehr unruhig, aber guckt man auf den 3-Jahres-Chart, würde man sagen, okay, es hat sich jetzt von den extremen Tiefständen wieder reguliert und wir sind mit 20, also heute dann noch 18,8 VDAX New Punkten, da waren wir eben wieder auf einem relativ normalen Level. Und zu welchen Produkten wollen wir jetzt heute kommen und welche Implikationen hat das? Zum Hintergrund, die Volatilität ist ja nicht jedem geläufig und ich will es vielleicht mal denjenigen, die Vola nicht so greifen können, an einem klassischen Beispiel erläutern. Stellen Sie sich mal vor, wir haben jetzt Sommer, Sie gehen ins Schwimmbad und Sie stellen sich auf ein Sprungbrett. So, 3 Meter Brett, 5 Meter Brett, stehen Sie ganz vorne, dann wackelt das, wenn Sie da drauf hüpfen, ziemlich beträchtlich. Stehen Sie weit hinten, das kennen Sie ja vielleicht noch von früher oder wenn Sie den Sprungbretter nutzen, da wackelt es nicht besonders doll, nur ganz wenig. So in etwa funktioniert auch Volatilität. Wenn die Märkte kurzfristig sehr unruhig werden, dann steigt die Volatilität am sogenannten kurzen Ende, also sprich auf die kurze Sicht von mehreren Wochen beispielsweise. Auf die lange Sicht von mehreren Jahren muss das nicht so eine große Auswirkung haben. Hat auch ein bisschen Auswirkung, aber jetzt nicht so stark. Was auch wiederum bei Produkten bedeutet, Produkte mit kürzerer Laufzeit, die
bei denen sich die Volatilität im Preis steigernd auswirkt, also beispielsweise klassische Optionsscheine. Wenn Sie die vor ein paar Wochen gekauft haben, haben Sie bei DAX Puts zum Beispiel doppelt profitiert. Einmal über die Richtung und dann ist die Volatilität gestiegen. Steigende Volatilität macht Optionsscheine teurer, also positiv für Sie, dass es auf dem Sprungbrett vorne sozusagen kurzfristig sehr wackelig zuging. Wenn Sie dagegen jetzt einen starken Anstieg hatten bei der Volatilität, dann gibt es ja auch Produkte, wo implizit die gestiegene Volatilität sich positiv auswirkt, wenn Sie jetzt einsteigen wollen. Also sprich, klassische Optionsscheine sind jetzt teurer, aber dafür sind auch Discount-Zertifikate beispielsweise günstiger, weil da macht sich eine positive oder eine gestiegene Volatilität positiv bemerkbar. Ähnlich ist das bei Cap-Bonus-Zertifikaten, auf die wir später eingehen wollen. Ähnlich ist das auch bei Discount-Optionsscheinen beispielsweise, wirkt sich auch da positiv aus oder auch bei den immer beliebteren Anleihen. Und Daniel, für die ganzen, also für diejenigen, die da jetzt zum ersten Mal davon was hören, was heißt denn positiv auswirken auf diese Produkte? Positiv auswirken bedeutet, wenn Sie ein klassisches Discount-Zertifikat haben, dann sind Sie ja in Ihrem Gewinn limitiert quasi, kaufen den DAX dafür mit einem Abschlag. Und ich mache es jetzt mal ganz, ganz simpel. In diesem Discount-Zertifikat in der Struktur ist ja eine Option enthalten. Und wenn die Volatilität steigt, dann bewirkt die Konstruktion, dass eben dieses Discount-Zertifikat günstiger zu haben ist. Das bedeutet, also vielleicht kannst du, wenn du möchtest, kannst du es auch technisch nochmal erklären, Stefano, wie sich so ein Discount-Zertifikat zusammensetzt. Ja, das ist das, ich denke, das ist so um die Grobstruktur, reicht es jetzt erstmal. Ich glaube, das geht ansonsten zu sehr in die Tiefe. Also das Verhältnis im Grunde genommen, hohe Volatilität, günstiger Preis, bessere Renditen letztendlich auch, bessere maximale Renditen oder Seitwärtsrenditen. Das ist genau das, was ja auch der Daniel meinte, bei erhöhter Volatilität, das hat einfach einen positiven Impact oder Auswirkung auf die Discount-Zertifikate und Bonus-Cap-Zertifikate. Weil wenn Sie noch nicht in dieses Papier investiert haben, solche Produkte einfach eine bessere Rendite ausweisen als einfach bei geringer Volatilität. Und das haben wir letztendlich, vielleicht nochmal kurz einen Schwenk zu machen zu den Umsätzen, die wir im Markt gesehen haben. Bei der historisch niedrigen Volatilität, die du uns gezeigt hast, wo wir teilweise fast schon, na, einstellig waren wir nicht, aber im DAX, aber Sie sehen es hier gerade bei Niveaus von deutlich unter 20, das ist also 15, 16 Dollarpunkten, da hatten wir so wirklich sehr, sehr wenig Umsätze gehabt in Discount-Zertifikaten beispielsweise, die einfach nur wirklich interessant sind, wenn Volatilität da ist im Markt. Und wenn der Markt so für sich hindümpelt und bei solchen Volatilitätsniveaus ist, dann zeigen solche Produkte einfach kaum eine interessante Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, das muss man einfach auch immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich Discount-Zertifikate ansieht und stellt fest, na, das Chance-Risiko-Profil gefällt mir hier überhaupt nicht, dann kann es durchaus daran liegen, dass es in diesen Basiswerten kaum eine Volatilität derzeit vorhanden ist. Aber die ist ja jetzt wieder mittlerweile angesprochen. Die ist mittlerweile angesprungen und da möchte ich auch mal zu einem Produkt greifen, das hier auch in unserer ISIN-Liste drin ist, denn ich suche gerade mal nach der BKN und würde die dann auch bei euch aufrufen. Das ist die DZL 6XN. Moment. DZL 6XN. Ja, ist schnell mit der Maus, switcht er schnell auf Initeo, den Derivateportal von der Z-Bank, kennen Sie ja alle. Ruft dort in dem Suchfeld ganz normal die WKN auf. Genau, jetzt dauert eine kleine Sekunde, dann sehen wir auch das ganze Papier. Warum habe ich jetzt Bilfinger ausgewählt? Hat folgenden Hintergrund, die meisten haben es ja mitbekommen, wir haben ja im DAX in den letzten Wochen einige Gewinnwarnungen gesehen. Ich nenne da nur die Adidas, die ja 38% von ihrem Jahreshoch verloren hat, auf die werden wir später auch noch kurz eingehen. Dazu eine Bilfinger, wir haben eine Software AG aus dem Tech DAX mit schlechten Zahlen gesehen, auch eine SMA Solar war nicht besonders erfreulich.
Und wenn diese Werte so dramatisch verlieren, so ich hatte offenbar einmal zu wenig geklickt, dann passiert ja Folgendes. Also zum einen ist die Kursbewegung klar, zum anderen aber auch steigt die Volatilität in diesen Einzelwerten dann deutlich an. Was bedeutet, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich gucke mir solche, ja, wie man es nennt, gefallene Engel an, wie Adidas, wie eine Billfinger. Wir hatten ja auch einige Aktien, die jetzt stark in Russland engagiert sind, die Firmen, die auch stark abgestraft wurden. Wenn man sich solche Aktien anguckt und geht beispielsweise auf Discount-Zertifikate, na, dann hat man eben den Effekt, den ich eben ansprach. Man kann auf dem niedrigeren Niveau sagen, okay, ich rechne jetzt zum Beispiel damit, dass sich eine Adidas stabilisiert, dass sich eine Billfinger stabilisiert und gehe einfach mal hin und sage, okay, ich suche mir einen Cap raus, der nah an dem ist, was die Aktie momentan kostet. Und ich gucke mal gerade, ich habe ja natürlich zwei Bildschirme zu Hause auf, einen, den Sie sehen und einen, den Sie nicht sehen. Also die Billfinger hat heute bei 54,84 geschlossen und wir haben hier einen Cap bei 56 Euro. Was bedeutet das? Laufzeit Juni 2015, das heißt, Sie haben so Pi mal Daumen 10 Monate Restlaufzeit und eine Obergrenze bei 56 Euro. Das würde bedeuten, dass die Aktie eigentlich nur einen guten Euro zulegen muss. Dividende mal außen vor gelassen, die müsste sie auch noch aufholen, aber ansonsten einen guten Euro zulegen muss, um die maximale Rendite von knapp 12% im Jahr zu erzielen. Hätten Sie jetzt vor ein paar Wochen bei einer Billfinger oder Adidas geschaut, dann wären Sie natürlich auf einem ganz anderen Kursniveau gewesen, aber auch die Kombination aus Seitwärtsrendite und Abschlag wäre nicht so hoch ausgefallen, denn da sind wir eben wieder beim Thema. Je volatiler so eine Aktie ist, desto besser sind die Konditionen in den Produkten. Bedeutet im Umkehrschluss, wer jetzt sagt, okay, ich glaube eigentlich an ein schnelles Comeback bei Aktien wie Adidas oder wie eine Billfinger, dann müssen Sie natürlich auch bedenken, okay, es kann mal passieren, dass die Aktie nach oben zieht und dann, weil sich die Lage beruhigt, die Volatilität natürlich rausgeht. Das bedeutet, in einem Call-Optionsschein würde Ihnen das etwas Rendite kosten, weil Kursrichtung stimmt da nach oben, aber die Volatilität wirkt sich etwas negativ bei Ihnen aus. Dafür natürlich kein Knockout-Risiko, darf man nie vergessen. Ich will Ihnen noch mal ein zweites Papier zeigen, die DG1A55, damit Sie mal bei Adidas einen Blick haben. Sekunde. Geht ganz fix. Genau, da habe ich jetzt mal ein Bonuszertifikat gewählt und zwar ein Bonuszertifikat mit Cap. Auch bei diesen Bonuszertifikaten mit Cap spielt die Vola mit rein und dieses Bonuspapier kostet Stand heute 56,76 Euro. Und die Adidas-Aktie hat heute geschlossen bei, Sekunde, Benjamin, kannst du kurz mal gucken, wenn nicht, habe ich es wahrscheinlich auch direkt. Adidas heute 57,62 sehe ich die, doch, 57,62 sehe ich die hier. Wird wohl so passen, ich hoffe, ich habe mich nicht verguckt. Stefano? Cetra 57,45, glaube ich, aber passt schon, so in dem Bereich. Okay, genau. Und da sehen Sie recht schön, wie wir bei Fangold Research teilweise auch Produkte aussuchen. Denn Bonuszertifikate der klassischen Art oder auch bei Bonuszertifikaten mit Cap kann man ja in unterschiedlichen Verfahrensweisen anpacken. Entweder Sie sagen, ich gucke auf die hohe Bonusrendite, dann müssen Sie meistens ein kleines oder größeres Aufgeld in Kauf nehmen, weil natürlich klar, wie immer am Aktienmarkt, höhere Chance, höheres Risiko und die Strukturen müssen ja auch finanziert werden sozusagen und gepreist werden. Hier haben Sie aber was Interessantes, wenn Sie jetzt beispielsweise auf dieses Cap-Bonus-Zertifikat gucken, Laufzeit März 2015 und ein Cap bei 62 Euro, die Barriere bei 50 Euro. Das notiert ja zu 56,75 Euro und damit günstiger als die Aktie. Das bedeutet, Ihr Risiko beschränkt sich im Grunde genommen auf den Aktienkurs. Das heißt, was Adidas auch nach unten macht, Sie sind maximal mit dem gleichen Verlust dabei wie in der Aktie.
Dafür aber haben Sie die Chance auf diese Bonusrendite, die jetzt im Vergleich zu Adidas und auch wenn man mal auf die letzten Monate guckt, mit 9,2% auf die in absolut und 14,8% PA durchaus ordentlich aussieht. Also da kann man auch überlegen, eine Aktie wurde jetzt stark abgestraft, die Adidas hat, wie ich eben schon sagte, 38% vom Top verloren. Kann man da vielleicht mal eine erste Position eingehen oder wäre das eine Option, in die Aktie eben einzusteigen über einen Umweg? Denn man hat ja dann einfach nicht das komplette Risiko, man hat ja diesen Puffer nach unten und eben diese Seitwärtsrendite. Und ich habe für Sie auch mal rausgesucht, was denn vielleicht für oder gegen die Adidas-Aktie spräche. Denn wichtig hier noch ganz kurz, dieser Bonus, diese Seitwärtsrendite wird natürlich dann realisiert am Laufzeitende, wenn Ihnen diese Barriere, wie Sie hier auch sehen, vielleicht kannst du es kurz mal einkringeln, Barriere von 50 Euro mit dem Maus, genau, die Barriere von 50 Euro, die darf während der Laufzeit einfach nicht erreicht werden. Hat man jetzt noch so einen Puffer, momentan, wie du gesagt hast, 57,50, also von ca. 15% nach unten, dann wird eben diese Rendite erzielt von PA von 14,7%. Nur mal zur Ergänzung noch. Genau. Und da Adidas im Moment so eine sehr, sehr spannende Aktie ist und viele eben sich dafür interessieren, Adidas ist ja auch sehr greifbar. Viele hatten ja dieses Jahr gedacht, dass es bei Adidas so läuft, wie das bei Großereignissen üblich ist. Normalerweise springt die Aktie ein halbes Jahr vor dem Großereignis, sprich Fußball, WM oder Olympia an und legt dann im Kurs zu, weil einfach die großen Investoren dieses Großereignis spielen. Aber jetzt war es eben so, dass nicht mal die Trikotverkäufe und der vierte Stern bei der WM Adidas einen Schub geben konnten. Vielmehr drückt das Russland-Geschäft, aber auch der Umsatzrückgang oder das geringere Umsatzwachstum weltweit war sehr enttäuschend. Und wir haben uns mal angeguckt, wie denn das sogenannte Enterprise Value aussieht. Das ist erstmal, hört sich das kompliziert an, ist es aber gar nicht. Das ist nämlich Börsenwert des Unternehmens abzüglich der Schulden und zuzüglich der Schulden und abzüglich der Finanzguthaben. Mit anderen Worten, das sagt, was der Investor zahlen müsste, wenn er die Gesellschaft frei von Schulden kaufen wollte. Und das ist bei Adidas im Moment bei 10,1. Und wenn man da mal auf die letzten 10 Jahre guckt und einen Mittelwert bildet, das haben wir mal gemacht mit Gerion Kruse von unserer Partnerseite börsengeflüster.de, und da sieht man einen Mittelwert von 11,2. Das heißt, die Adidas-Aktie ist nach diesem Maßstab günstiger als im langfristigen Schnitt. Und Ende des letzten Jahres, schaut man mal zurück, war dieses Enterprise Value bei 12,5, also recht hoch. Und da wir auch häufiger mal so fundamentale Zahlen vergleichen und auch als Warnsignale manchmal interpretieren, Ende 2007, wenn man sich zurückerinnert, da war ja auch so ein Top in der Aktie und generell am Markt, da war der Wert mit 12,7 ähnlich hoch wie Ende 2013. Also konnte man da schon so ein bisschen sehen, okay, wir sind eher teuer in der Adidas. Wer uns verfolgt, wir beispielsweise bei der Lufthansa haben wir ja sowas auch schon häufiger gezeigt. Und dann natürlich, worauf alle gucken, das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das ist bei Adidas immer noch bei 17,8 auf Basis der 2015er Schätzungen und auch auf Basis der 2016er Schätzungen bei 16,3. Da ist man leicht unter dem langjährigen Mittel. Allerdings schaut man auf den Gesamt-DAX, ist das noch nicht allzu billig. Da haben wir beispielsweise mit VW-Aktien, eine Aktie, die deutlich günstiger ist, oder auch, wenn man mal guckt, andere Aktien, die gebeutelt wurden aus den kleineren Indizes, beispielsweise eine Stada, die ja wegen ihrem Russland-Geschäft auch kursseitig deutlich gesunken ist, die kommt auf ein einstelliges KGV im Moment. Also Pro- und Kontra-Argumente bei der Adidas geben sich da so ein bisschen die Waage und schaut man noch auf die Bewertung, Adidas ist im Moment knapp 12 Milliarden wert, so viel vielleicht noch zu erkennen. Wenn man das so sehen möchte, ein Pro-Argument wäre zum Beispiel, wenn man so ein bisschen die DZ-Bank-Welt noch mit reinbringen will
Unsere Analysten sehen die Aktie gerade fair bewertet mit 65 Euro. Also 57 notiert sie derzeit. Unsere Analysten sehen sie mit 65 fair bewertet. Aber das war natürlich nochmal höher. Also wir waren auch sehr stark überrascht von den Gewinnwarnungen und von dem Ausblick, von den Prognosen. Da war auch sehr stark die Erwartung, dass die Marge, die in dem Unternehmen erzielt werden kann, deutlich zurückgenommen werden musste. Also es hat uns auch überrascht und deswegen mussten wir auch den fairen Wert von ursprünglich noch über 80 Euro jetzt auf 65 Euro leider Gottes runternehmen. Aber da hat uns die Unternehmensführung auch sehr stark mit diesen Neuigkeiten überrascht. Ja. Okay, genau. Das zu Adidas vielleicht noch. Und dann wollte ich, damit Sie mal bevor ich an Benjamin übergebe, damit Sie mal eine Idee haben, wer ist denn eigentlich im DAX in Sachen Volatilität sehr teuer und wer ist sehr günstig? Das schauen wir uns bei Fine Gold Research immer zur Wochenmitte an. Und wir hatten da lange Zeit das Phänomen, dass der DAX an sich sozusagen das günstigste war in Sachen Vola. Und dass vor allem auch Aktien sehr geringe Volatilitäten aufweisen, die früher, oder das heißt früher, zu dem Höhepunkt der Finanzkrise mit sehr, sehr hoher Unsicherheit behaftet waren und wo sehr hohe Volatilitäten in den Jahren 2009, 2010, auch 2011 noch verlangt wurden. Nämlich beispielsweise die beiden großen Versicherer, Münchner Rück und Allianz, die gehören im Moment zu den drei Aktien im DAX, die am wenigsten Volatilität aufweisen, was sich natürlich dann auf die Produktkonditionen auswirkt. Andersrum wieder gesagt, beispielsweise klassische Optionsscheine auf die beiden Titel sind sehr, sehr günstig. Günstigste Aktie in Sachen Vola im DAX ist im Moment die Linde. Und schauen wir mal, wer am teuersten ist im DAX. Da sehen wir im Moment gut die Commerzbank ganz vorne, das ist ein alter Bekannter. Aber auch die Adidas hat sich jetzt weit nach vorne geschoben. Und natürlich auch aufgrund des Abwärtstrends, der ja meistens mit steigender Vola einhergeht, die Deutsche Bank weit vorne bei der Volatilität und auch eine Lanxess, die auch in den letzten Wochen mitunter stark gelitten haben, sind ganz vorne. Und wer selber auch mal sucht nach Bonuszertifikaten oder nach Discountzertifikaten, der kann sich ja das vielleicht für den Hinterkopf auch merken oder vielleicht auch mal vergleichen. Also gehen Sie einfach mal in ein Vergleichsportal und geben Sie doch mal gegeneinander die Produkte ein. Dann werden Sie sehen, wie viel das ausmacht. Also beispielsweise eine Münchner Rück mal den Cap beim Discountzertifikat am aktuellen Niveau nehmen, gleiche Laufzeit und das Ganze mal für eine Commerzbank durchspielen. Und so viel vielleicht zur Vollständigkeit noch auf europäischer Ebene. Telekom Italia, UniCredit, da sind die Italiener in Sachen Volatilität ganz weit vorne. So, und jetzt habe ich Ihnen noch ein Produkt aufgerufen für die Freunde der Nebenwerte sozusagen, wo man auch sagen kann, okay, was kann ich denn da holen, was ist denn eigentlich noch volatiler als die großen Werte im DAX, die ich eben genannt habe. Na, beispielsweise eine Nordex, da geht es in Sachen Vola schon deutlich weiter nach oben und da sehen Sie auch schon ganz schön hier, ich habe Ihnen bei den Nordex, da gucke ich auch mal gerade, wo die heute geschlossen hat, Sekunde, auch das haben wir gleich, die hat heute bei 14 Euro geschlossen, rund, und hier habe ich Ihnen mal ein Cap von 12 Euro rausgesucht, das heißt mit anderen Worten, Laufzeit März 2015. Die Aktie könnte theoretisch noch 2 Euro verlieren sogar. Und Sie hätten immer noch eine Seitwärtsrendite von 7% oder von 11,4% PA. Allein an diesen Daten sehen Sie schon, wie stark sich Volatilität auswirken kann. Also nochmal, die Aktie kann sogar noch einen gewissen Kursrückgang einlegen. Und Sie haben trotzdem noch Ihre maximale Rendite. Und dieses Discount-Zertifikat auf die Nordex kostet 11,19 Euro. Und die Aktie, habe ich Ihnen ja eben gesagt, kostet 14 Euro. Das heißt, Sie haben hier nochmal einen Discount auf den Aktienkurs von 20%. Also warum habe ich jetzt die Nordex ausgesucht? Abseits alles Fundamentalen und dass die Aktie natürlich auch sehr, sehr anfällig ist für Marktbewegungen. Wer so ein bisschen den TechDAX beobachtet, sieht das ja auch. Im Moment eine Nordex, eine Cancom, auch eine LPKF sind an starken Tagen im TechDAX immer vorne dabei. Und an schwachen Tagen meistens eher hinten zu finden. Da kann man auch sogar fast schon unter ein bisschen aktivem Anlegen auch mal so eine Aktie mit einem Discount-Zertifikat fast traden, wenn man so will.
Aber hier sieht man eben sehr schön, was das ausmacht. Und ja, Nordex eben gehört zu den volatilsten Werten, die wir in Deutschland generell sehen. Auch eine AX-Front traditionell recht volatil. Die Biotech-Werte, also Evotech speziell, ist noch sehr, sehr wohleranfällig. Und vielleicht im MDAX auch, ja, die Bilfinger habe ich schon genannt, aber zuletzt war auch eine DMG Mori auch sehr volatil. Ja, so viel vielleicht erstmal von mir, so ein bisschen, damit Sie den Eindruck haben, was macht Wohler, was kann Wohler und wie gehen wir das an, so in Sachen Bauchgefühl, macht bei uns eben auch viel aus in Sachen Produktauswahl. Und dann würde ich mal an Benjamin übergeben oder an Stefano, je nachdem, wer was zwischen beitragen will. Und Benjamin hat da nochmal so ein bisschen Hintergründe. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen zum Webinar. Und ich habe Ihnen hier nochmal so ganz kurz das Inhalt zu zeigen. Wir sind ja schon mittendrin im Webinar, aber nochmal ganz kurz unseren Fahrplan heute nochmal gezeigt. Vor allem, dass wir die Auswirkungen auf die verschiedenen Produkte und dann die Produktbeispiele und den VDAX New habe ich Ihnen hier nochmal ein bisschen länger mitgebracht. Einfach damit Sie mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie verhält sich der Index. Und natürlich haben wir hier Spitzen gesehen in den Jahren, kurz nach der Finanz, nach der Krise am neuen Markt, wo wir in der Spitze hier auf 60 oder in der Finanzkrise zwar im Nachklang 2008, 2009 auch auf sehr, sehr hohe Volatilitäten gestiegen sind, aber Sie sehen eben, und das ist das Besondere an der Volatilität oder so ein Merkmal der Volatilität, dass sie eben auch sehr lange Phasen durchläuft, in der sie eben sehr niedrig sind. Und das hier ist eine Phase im VDAX New, wo wir eben zwischen 14 und 20, deshalb die alte Regel, die Daniel vorhin erwähnt hatte, zwischen 14 und 20. Und da sehen wir eben, dass es sehr lange Phasen geben kann, wo wir hier zwischen 14 und 20 hin und her pendeln. Und das Ganze habe ich auch nochmal mitgebracht für den S&P 500, also den VIX. Das ist im Prinzip das Pendant für den S&P 500 auf der US-Seite. Eben auch ganz interessant, auch hier längere Phasen, die ich Ihnen hier in dieser Ellipse mal gekennzeichnet habe, auch längere Phasen von niedriger Volatilität. Allerdings, wie Sie hier auch im kürzerfristigen Bild sehen können, eben auch sehr schwankungsintensiv. Also zwischen 14 und 20, das macht ja schon einiges aus, wie wir jetzt an den ersten Beispielen ja auch gesehen haben. Also insofern lohnt bei der Produktauswahl immer auch einen Blick nicht nur auf den Kurs des Basiswertes und auf die Analyse des Basiswertes der Aktie oder des Basiswerts generell, sondern eben auch auf die Volatilität und auf die Laufzeit. Das sind ja so die drei Komponenten, die man da bei der Auswahl berücksichtigen sollte. Und das haben wir ja an den Beispielen gezeigt, wie man das sehr schön verbinden kann. Und ja, was am VIX eben noch besonders ist, da habe ich Ihnen mal so ein paar Fakten mitgebracht. Auch hier, der eine oder andere wird vielleicht US-Werte handeln und da ist es, glaube ich, dann natürlich interessant zu sehen, wie der VIX sich so als Marktvolatilitäts- oder Unruheindikator verhält. Und wenn wir jetzt zurückgehen und uns ein paar Statistiken anschauen seit 1990, sehen wir eben beim VIX einen Durchschnitt von genau 20 in der Volatilität. Also wie Sie sehen, können wir auch hier deutlich drüber gehen bei 40 in Krisenzeiten und in sehr unruhigen Zeiten eben in sehr ruhigen Zeiten eben auch an die 10 ran. Da sind wir in diesem Jahr rangelaufen, wie Sie ganz rechts im Chart sehen können, bevor wir jetzt aufgrund des Sell-offs eben deutlich angestiegen sind. Also 20 ist so ein Durchschnitt seit 1990, aber ja, der Durchschnitt an sich ist ja nicht aussagekräftig, sondern Sie wollen ja wissen, tendieren wir jetzt mehr drüber, tendieren wir mehr drunter. Und auch hier habe ich einfach ein paar Zahlen mitgebracht für Sie zum Einordnen. Und da sehen wir eben, dass der VIX in etwa 20% der Fälle um seinen Durchschnitt herum zwischen 18 und 22 pendelt, also nur 20% davon. 41% in dieser Zeit ist er über 20 und in 59% der Fälle sind wir unterhalb 20. Also wir sind sehr lange, und das bestätigt nochmal das, was ich eingangs gesagt habe, wir sind also in sehr langen Phasen unterhalb des Durchschnitts. Und da nichtsdestotrotz ergeben sich auch in diesen niedrigeren Phasen immer wieder Trading-Chancen halt zwischen den tiefen Niveaus und dem Durchschnitt. Also hier, Sie sehen das am Bild, zwischen 10 und 20, zwischen 10 und 19 ergeben sich immer wieder
Chancen oder Bewertungsunterschiede in den Produkten dann, die wir Ihnen ja jetzt im Vorfeld gezeigt haben. Also insofern auch hier nochmal für die amerikanischen Indizes nochmal den VIX sich nochmal anschauen, bevor man da sich einzelne Produkte anschaut und einfach mal gucken, wo sind wir vom Niveau her, so wie man es ja auch beim VDAX New immer nochmal macht. Da schauen wir ja eigentlich auch immer, auf welchem Niveau sind wir, da kennen wir das nur vom DAX ein bisschen besser, aber wie gesagt, der eine oder andere ist vielleicht auch im US-Markt engagiert und da ist eben dieser VIX-Indikator sehr, sehr von Nutzen. Und nochmal vielleicht ganz kurz, bevor wir auf einige Produkte nochmal eingehen, in diesem Praxisteil, den wir ja teilweise schon ein bisschen vorgezogen haben, wollte ich Ihnen hier nochmal so ein bisschen, Leitfaden ist vielleicht zu viel gesagt, aber so eine Daumenregel, die wir auch hier bei Feingold Research immer, wenn wir Produkte auswählen, beinhalten. Also bei einer niedrigen Volatilität sind ja tendenziell Optionsscheine eben von Vorteil. Und als Absicherung ist zum Beispiel ein Long Put geeignet und gerade bei einer Vola, wie wir sie jetzt hatten, im VIX bei 10, im Tief bei 10, fast so knapp unter 11 oder im VDAX New bei knapp unter 13, da waren eben die Puts relativ günstig, die Absicherung relativ günstig und häufig haben wir trotz der niedrigen Phasen einer niedrigen Volatilität, haben wir eben, wenn wir so tief in der Vola fallen, oft ist der Markt perfekt gepreist und Sie sehen es ja auch an den Zahlen, die jetzt rausgekommen sind in der jüngsten Berichtssaison, die waren relativ gut. Viele Unternehmen haben ihre Erwartungen übertroffen beim Gewinn und beim Umsatz. Also es war relativ gut, eine relativ gute Entwicklung, die wir gesehen haben. Man war bei dieser niedrigen Vola, die wir hatten, waren viele Anleger relativ, wie man das so schön sagt, gleichgültig gegenüber dem Markt. Und da ist es eben, haben wir häufig, wenn wir auf so niedrigen Niveaus waren, eben einen Anstieg in der Vola gesehen, beziehungsweise in der Aktie dann oder im Basiswert dann das Korrekturpotenzial. Und da eignen sich eben grundsätzlich Optionsscheine, also vor allen Dingen Long Puts, dann um seine Position abzusichern. Das ist dann eine Möglichkeit, wie man hier in der niedrigen Vola agieren kann. Natürlich kann man auch Calls kaufen, von der Vola macht man da nichts falsch, aber man muss eben sehen, dass hier auch, wie ich eingangs sagte, also die Richtung und die Laufzeit, den Basiswert und die Laufzeit mit berücksichtigen und da ist es bei einer niedrigen Vola, sehen wir oft danach ein überschaubares Korrekturpotenzial, sehr häufig in der Vergangenheit. Also wir im Handel, wir nennen es immer auch ganz gerne die Ruhe vor dem Sturm. Zeiten niedriger Volatilität. Man kann im Grunde genommen die Uhren danach stellen, wann diese wieder deutlich anspringen wird. Also man hat sehr, sehr, sehr selten mehrere Jahre, wo die Volatilität im DAX, du hattest es ja gezeigt gehabt, deutlich unter 20 ist. Das ist einfach sehr, sehr selten und das einzige Problem ist natürlich, man weiß nicht ganz genau, wie man die Uhr stellen muss, also wann sie jetzt kommt, wann der Volatilitätsansprung kommt. Aber man kann davon ausgehen, dass Volatilitäten, wie wir sie jetzt noch vor zwei, drei Wochen gesehen haben, von deutlich unter 15 auch im DAX, dass die nicht lange vorhalten werden. Und du hast, wie du gesagt hast, springt die Volatilität an, heißt im Grunde genommen, dass es eine Korrektur im Aktienmarkt gibt. Insofern profitieren so Long Put, also Put-Optionsscheine, wenn man diese kauft, doppelt davon. Das hatten wir ja auch in den entsprechenden Produktwebinaren genauer erklärt. Genau, ich habe mir nochmal gerade das Mikro genommen, denn ich wollte mal exemplarisch hier einen klassischen DAX-Put aufrufen, damit man mal sieht, was mit dem Papier in den letzten Wochen passiert ist. Also vielleicht im Hintergrund, das ist ein DAX 9500er Put und wir erinnern uns, wir sind ja im DAX so zwischen 10 und 10,1 ein paar Wochen rumgekrebst. Das war so diese Phase hier und da hat das Produkt so im Tief unter 2 Euro gekostet. Und wir sagen bei Feingold Research immer, wir möchten bei bestimmten Ständen, wir wollen gar nicht unbedingt sagen, wo geht der Markt hin oder Recht haben. Darum geht Sie sich vor, es ist wie im Leben, Sie wollen was versichern. Wann tun Sie das? Naja, wenn es am günstigsten ist. Und es ist einfach immer sehr attraktiv, wenn jetzt der VDAX New bei 12, 13, 14 Punkten ist und man hat ein großes Wertpapierdepot aus
Zertifikaten, aus Aktien, aus ETFs, aus Indexpapieren, Bonuspapieren, was auch immer, dass man sagt, ich stelle da einfach mal für einen kleinen Teil so einen Put dagegen, denn ich kaufe mir die Versicherung dann, wenn sie günstig ist. Und günstig waren die Versicherungen im Juni dramatisch. Also da hatten wir eben dieses Tief im VDAX New. Ich habe es anfangs schon gesagt zu dem Fragesteller, als wir unseren VTAD-Vortrag gehalten hatten. Und da sieht man mal so 9.500er Put, den gab es für 2 Euro damals. Und das war, wenn man sich ein bisschen mit Volatilität, schwieriges Wort, und Optionsscheinen beschäftigt, sehr, sehr günstig. Und man sieht, der ist jetzt durch die Marktbewegung, war der sogar bis auf 6,55 Euro gestiegen. Auszahlung ist an Weihnachten. Da gibt's, gäbe es, wenn der DAX unter 9,5 wäre, eventuell ein Weihnachtsgeschenk sozusagen. Aber das nur so nebenbei. Dieser Put hat natürlich doppelt profitiert. Also ich hatte es eben auch schon anklingen lassen. Wenn Sie den jetzt mal vergleichen würden, können Sie vielleicht auch mal sich die WKN aufschreiben und lassen mal einen Knockout dagegen laufen. Da sehen Sie, dass in dieser speziellen Phase, als die Vola so niedrig war, die Kursrichtung Ihnen geholfen hat. Und weil der Absturz von 10.000 auf 9.000 natürlich relativ zügig ging, Ihnen die Vola-Bewertung, der Vola-Anstieg entgegenkam und die Kursrichtung. Wäre jetzt dieser Rückgang von 10.000 auf 9.000, das ist auch noch so ein bisschen als Daumenregel, sehr, sehr langsam gekommen, dann spielt natürlich so ein Zeitwert beim Optionsschein mit rein, dann hätten sie sich Zeitwert und Vola-Anstieg womöglich, ich will mal so sagen, die Klinke in die Hand gegeben. Also was man am einen gewonnen hätte, hätte man am anderen natürlich eingebüßt, denn Optionsscheine eben immer mit Zeitwert ausgestattet auch. Aber wenn das schnell geht und zügig vorangeht, und Korrekturen laufen ja sehr oft sehr dynamisch ab, anders als Aufwärtstrends, wo es gemächlich nach oben geht, aber Korrekturen, wenn sie kommen, dann sehr knackig. Und da sieht man, dass man auch in kurzer Zeit mit so einem Papier stark zulegen konnte und dass die Versicherung vor allem, darum geht es ja manchmal, dass die Versicherung gegriffen hätte. Wichtig ist dann natürlich auch, weil es ein Optionsschein ist, vielleicht die Versicherung, die dann gegriffen hat, dann auch realisieren, sprich Kursgewinne mitnehmen, weil man hat ja dann gefühlt einen Vorsprung sozusagen, hat auf der Shortzeit etwas Geld gewonnen und kann dann sagen, okay, ich realisiere die Versicherungsprämie, habe quasi einen Teil meiner Verluste abgefedert. Das hat mir dann in dem Moment im Optionsschein was gebracht. Und wenn man mal schaut, so, man hätte, um vielleicht auch mal ein Gefühl zu bekommen, was bedeutet Laufzeit bei Optionsscheinen. Hätte man den im Juni jetzt gekauft oder Anfang Juli, Laufzeit Dezember 14, das ist so für unsere Warte eine mittlere Laufzeit. Also sehr lange Laufzeit wäre September 2015, Dezember 2015 oder noch weiter in 2016 rein. Sehr kurze Laufzeit, wo der Zeitwert natürlich auch eine riesige Rolle spielt, wäre so September 2014. Stefano, wie ist eure Interpretation bei der Länge der Optionsscheine? Ähnlich, hoffe ich. Länge der Optionsscheine inwiefern? Was ist das gerade so? Sorry, ich glaube, du warst jetzt ganz kurz abgegangen. Du meinst die Länge der Optionsscheine, inwiefern von der Laufzeit? Genau, was ihr so definiert als mittlere, lange und kurze Laufzeit. Also, wir sagen ja auch immer, so Optionsscheine sollte man mindestens einen Monat länger nehmen, also die Laufzeit mindestens einen Monat länger als die Erwartung bezüglich der Marktbewegung. Das hat einfach was mit, wie du gesagt hast, mit dem Zeitwertverlust zu tun. Also eine kurze Laufzeit ist 1 bis 3 Monate und eine mittlere geht so bei 4 bis 6, 7 Monate und eine lange Laufzeit ist dann so ein Jahr. Okay, genau, das deckt sich ja. Wobei, wenn Sie in die Listen gucken, es gibt mittlerweile auch von Inneteo im Jahr auch Laufzeiten, die teilweise deutlich drüber hinausgehen. Wenn man jetzt sagt, es gibt ja vielleicht auch Anleger, die sagen, okay, die Vola spielt, also sie erinnern sich an das Sprungbrett vom Anfang. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, okay, wir sind jetzt auf 9.000 im DAX zurückgefallen und jetzt endlich will ich einen Optionsschein haben, der eine ganz lange Laufzeit hat und wo ich sozusagen kein Knockout-Risiko habe und wo es einfach in der Dauer weit nach hinten geht. Und jetzt vielleicht ganz kurz zu zwei Fragen, die wir zwischennehmen wollen, nämlich zum einen Handelbarkeit von Optionsscheinen. Ja, die können Sie natürlich
sekündlich, minütlich handeln, also im Grunde sekündlich, börsentäglich und jederzeit auch vor Ablauf der Laufzeit, die ja hier am 17.12. mit dem Bewertungstag ist, kaufen und verkaufen. Also das ist kontinuierlich handelbar, ein solches Papier. Und dann gab es noch eine zweite Frage, da kann ich ein bisschen was zu sagen, aber vielleicht der Stefano gleich auch noch. Die Frage, warum kann man eigentlich Volatilität oder kann man Volatilität einfach simpel über ein Zertifikat handeln? Das würde sehr in die Tiefe gehen, aber aus unserer Erfahrung von Börse Online und FTD früher, es gab mal Produkte auf die Volatilität, da, das geht wirklich bis in die Tiefe, aber vielleicht für die Cracks sozusagen unter den Anlegern, ähnliche Problematik ein bisschen wie bei Rohstoffen bei manchen, Rollverluste und so weiter spielen damit rein und es ist nicht so einfach, das abzubilden. Deswegen tut es unseres Wissens nach im Moment auch kein Emittent, also jedenfalls nicht über ein Open-End-Zertifikat, wie man das so kennt. Stefano, stimmt. Oder? Ja, genau. Dem Robert hat die Frage gestellt. Ich habe sie ihm jetzt privat beantwortet. Also das ist einfach die Problematik. Also ich bin seit 12 Jahren, beobachte ich den Markt und emittiere Produkte. Da hat es einfach kein Emittent bisher geschafft, ein Zertifikat darzustellen, welches implizite Volatilitäten und realisierte Volatilitäten dementsprechend so einfach handelbar macht, dass man die Erwartung gegenüber einer Volatilität, wie sie sich dann darlegt in der Zukunft, dass diese 1:1 dann in einem Zertifikat handelbar gemacht wird, sodass die erwartete Rendite in diesem Zertifikat sich auch einstellt. Also in der Vergangenheit gab es immer mal Versuche. Man hat das versucht, professionell zu machen, aber es hat sich einfach immer sehr, sehr viele Enttäuschungen gegeben bei Anlegern, die dann nicht die erwartete Rendite erzielt haben. Deswegen haben wir bisher auch davon abgesehen, Volatilitätszertifikate, die 1:1 die implizierte Volatilität widerspiegeln, solche zu emittieren, weil man es bisher nicht kann. Es hat in den letzten einfach 10, 20 Jahren kein Emittent es geschafft, so etwas vernünftig zu machen. Ich bezweifle auch, dass es jemals, also zumindest in den nächsten 5 Jahren, so etwas realisiert werden kann. Aber wir haben ja Vergleichsmöglichkeiten, hast du ja schon genüge aufgestellt, wie man die Volatilität zumindest indirekt für seine Anlagestrategie umsetzen kann und berücksichtigen kann. Genau. Okay, vielen Dank, Stefano. Da wollte ich nochmal ganz kurz auf die letzte Folie auch einen Vergleich nochmal ziehen zwischen den Discount-Optionsscheinen und normalen Optionsscheinen. Einfach, dass man das nochmal auch sich vor Augen führt, bevor wir dann nochmal zum Ende des Webinars auf die einzelnen Produkte nochmal eingehen. Und zwar habe ich hier bei der niedrigen Volatilität geschrieben, statt einem Long-Put könnte man auch natürlich einen Discount-Put nehmen, den man, je nachdem wie er gestaltet ist, aus dem Geld ist, das ist etwas offensiver, defensiv im Geld, also je nachdem, wo man dann den Cap hinlegt, der etwas höher oder etwas tiefer ist, kann man hier mit seinem Chance-Risikoprofil etwas spielen sozusagen, wenn man je nachdem, wie offensiv oder defensiv man dieses Produkt gestalten will. Und ja, zum Abschluss dann noch auf der Folie die Vorschläge, was man macht, wenn die Volatilität wie jetzt etwas höher ist. Dann im Vergleich zu Knockouts, die wir im Laufe des Webinars ja auch schon angesprochen haben, die eben wenig unter einem Volatilitätsverlust leiden würden, wenn wir jetzt peu à peu nach oben wieder klettern sollten. Heute gab es ja schon bereits wieder Kurszuwächse zu verzeichnen, weil sich eben ja die geopolitischen Risiken ein bisschen abgebaut haben und eben auch so verschiedene Indikatoren sich beruhigt haben. Auch hier vielleicht ein ganz kleiner Blick auf die Woche, was noch ansteht in dem Zusammenhang. Morgen der ZEW-Index und am Donnerstag dann eben das BIP-Wachstum aus Deutschland und Frankreich. Das sind so zwei Konjunkturindikatoren, zwei Indikatoren, die eben auf die künftige Wirtschaftsentwicklung hinweisen und oder in der Eurozone war man da ja zuletzt sehr skeptisch. Insofern, diese zwei Zahlen werden von den Investoren sehr, sehr beachtet werden. Und ja, wer auch ein bisschen weniger Volatilitätseinfluss haben möchte, kann dann eben mit Discount Calls auf dem aktuellen Niveau agieren, sowohl auf Einzelaktien als auch beim DAX. Das ist eben noch eine Alternative zum Knockout Call. Und hier habe ich Ihnen nochmal aufgerufen, welche Zahlen in dieser Woche noch interessant sind.
was Sie hier nochmal sehen, die Einschätzung von der DZ-Bank. Okay, dann übergebe ich nochmal an Daniel für die für Einzelwerte. Vielleicht nochmal ganz kurz, du hast also recht schnell Discount Calls erwähnt. Innerhalb dieser Webinarreihe haben wir in dem Webinar Nummer 7. Auf die wollte ich übrigens noch eingehen, Stefano. Auf die Discount Calls? Ja, genau, gut. Ich wollte dann bin ich. Ja. Sehr gut. Genau, dann kommst du ja gleich dann. Call-Zertifikate werden in einem ganzen kompletten Webinar erklärt. Und zwar am 22.09. Nur mal so der Hinweis, also 1,5 Monate. Da werden wir sehr detailliert über Discount Call Optionshörner auch sprechen und da auch auf die Volatilitätseinfluss. Aber du kommst ja gleich nochmal mit einem kleinen Überblick da an. Sehr gut. Ja, genau. Ich habe den armen Benjamin jetzt gerade aus dem Konzept gebracht, ganz kurz, weil ich nämlich bei Inetheo eine Übersicht sehr, sehr nett finde, und das sind hier die volkswirtschaftlichen Daten der Industrieländer. Wir gehen ja viel auf fundamental ein, und Egmont Heit bei uns ist ja auch für die Konjunktur zuständig, und auch das spielt ja immer eine große Rolle bei uns, US-Arbeitsmarktdaten und so weiter. Und ich finde das hier sehr schön, da kann man nämlich mal aus dem DZ-Bank Research sehen, wie sieht es in USA, in der Eurozone, Japan, Großbritannien, Schweiz, Deutschland aus, zu den wichtigsten Zahlen und so weiter. Wir hatten ja letzte Woche in Deutschland gesehen, Industrieproduktion ist ja massiv zurückgegangen, nicht nur durch Russland belastet, sondern generell war die sehr schwach. Und hier gibt es einfach eine schöne Übersicht, die mir immer recht gut gefällt. Und ja, wenn man so einen Service hat, warum nicht nutzen? Genau. Und dann, eben waren wir ja schon in unserer eSIM-Liste, wenn Sie mal schauen mögen, den Discount-Optionsschein auf den DAX, Sie werden nicht alle Sachen schaffen, übrigens hier, Discount-Optionsscheine auf Währung habe ich Ihnen beispielsweise noch rausgesucht. Sie können ja gerne nachher im Nachklang die Produkte auch mal durchgehen, haben vielleicht auch eine gewisse Idee, warum ich welches rausgesucht habe nach dem Webinar jetzt. Also das sind alles Papiere, wie sagen wir bei Feingold Research immer so schön, die wir theoretisch auch selber kaufen würden. Also da kann jeder bei uns von ausgehen, das ist sozusagen unser eigener Kodex intern. Bei uns kommen keine Produkte in der Liste rein, die wir nicht selber für gut und für qualitativ hochwertig erachten und passen zum Markt vor allem, ohne dass es jetzt eine explizite Kaufempfehlung ist, natürlich. Sag mal, wie viele Produkte habt ihr heute rausgesucht, Daniel? Geh nochmal auf eure Seite. Sind die alle vom 11.8.? Ja, wir haben einige für das, wir wussten nicht, wie viele wir schaffen. Also wir haben einige mal rausgesucht. Ja, vielleicht gibt es ja Leute, die uns noch nicht kennen, und da als kleiner Service eben. Wie gesagt, wir werden die nicht alle schaffen, und man weiß ja auch nicht, wer jetzt welchen Basiswert bevorzugt, aber gerade hier eine Stada zum Beispiel, Kursverlauf sehr negativ in letzter Zeit, aber das könnte mit Russland ja auch temporär sein. So eine Aktie haben wir dann einfach mal vorgestellt, oder hier auch für die Freunde von Nordex, Adidas, ja, klicken Sie, oder auch VW, bei denen es ja ein bisschen Turbulenten gab, nachdem Michael Macht jetzt gehen musste, der Ex-Porsche-Chef, der da im Vorstand war. Ja, gucken Sie sich gerne an. Klärt ihr denn dann auch dort, warum ihr die mit reingenommen habt? Wir erklären das vielleicht zum Hintergrund bei uns bei Feingold Research. Das ist jetzt eine Ausnahme, die waren halt explizit fürs Webinar ausgesucht, aber im Normalfall ist das so. Alles, was hier in der eSIM-Liste ist, finden Sie auch irgendwo, also nicht irgendwo, sondern in unseren Beiträgen, die wir hier chronologisch auf der Seite geordnet haben, die Sie aber auch nochmal in den Kategorien wiederfinden, wie zum Beispiel hier Devisenkonjunktur, Rohstoffe, dann auch nochmal nach Anlage- und Hebelprodukten aufgetrennt oder mitunter auch, wenn wir es aufnehmen, in unseren Depots. Und wir kündigen es auch, wenn wir was ins Depot aufnehmen, immer bei Facebook und bei Twitter an. Das ist ja heutzutage quasi obligat. Ja, bekommen Sie immer die Infos, und es ist einfach hier, da hat man es in so einer Übersicht nochmal kompakt quasi. Oder aber auch... Also man muss ja schon jeden Tag reingehen. Oder ist man hat einen Facebook-Account? Also eine E-Mail verschickt ihr nicht, wenn ihr so einen wir verschicken keine E-Mail, machen aber samstags immer einen kurzen Wochenrückblick auch, was bei uns zu finden war.
Und am Wochenende gibt es bei uns als kleines Spezial immer, das freut sich immer schöner Beliebtheit und vielen Klicks, die Investmentideen zum Wochenende, wo wir einfach auch Produkte raussuchen, die so nach einer Börsenwoche uns sehr, sehr gut erscheinen, quasi für die mittlere, langfristige Sicht. Auch da spielt wiederum viel Wohler mit rein, weil das die Konditionen ja dann verbessert. Und das stellen wir immer am Wochenende vor, denn viele Anleger haben ja auch gerade da dann Zeit, sich ein bisschen zu überlegen, was kann man kaufen. Man hat vielleicht auch ein bisschen Abstand zum Markt, weil einfach nicht gehandelt wird und es nicht so hektisch und nervös ist. Aber wenn ich mir jetzt auch gerade diesen Top-Pick auf der rechten Seite, wenn du kurz mal runterscrollst, ansehe, also da glaube ich blitzt da ein Discount-Zertifikat, genau, Discount-Zertifikat auf. Also ihr geht schon verstärkt jetzt in den letzten Tagen dank der höheren Volatilität auf Produkte, die eben von der höheren Volatilität profitieren. Also das sucht ihr jetzt verstärkt auch aus. Genau, also es ist ein bisschen, du hast es ja schon anklingen lassen, als wir eben bei um die 10.000 waren im DAX, da war es eben sehr, sehr schwierig auf der Indexbasis Discount-Zertifikate zu finden. Bei Einzelaktien geht ja, wenn man tief genug gräbt, fast immer was, aber bei Discountern ist das eben sehr, sehr schwierig gewesen. Aber jetzt werden auch langsam Discounter auf den DAX wieder attraktiv. Ja. Da lässt sich durchaus was machen und vor allen Dingen vielleicht so viel noch zu unserem Defensivdepot, wer da mal reinguckt, da arbeiten wir, wenn wir jetzt Bonuszertifikate aufnehmen, eigentlich grundsätzlich mit Abgeld auch, verzichten da drauf auf ein bisschen Rendite, haben aber gesagt, das soll so das Depot sein für die Anleger, die so 5% Rendite PA erwarten. Wir hatten das im März 2013 gestartet und waren im März 2014 kurioserweise, weil das kann man ja nie so genau timen, aber exakt bei 5% angekommen. Und jetzt hat auch die DAX-Korrektur das Depot zwar ein bisschen Performance gekostet, aber die meisten oder fast alle Papiere wurden nicht in den Barrieren touchiert. Also wir lassen da auch immer sehr viel Luft und ja, kaufen da auch, so will ich mal sagen, auch dann ein, wenn eben die Konditionen gut sind. Also in den letzten Tagen habe ich auch da Cap-Bonus aufgenommen, Discount-Zertifikate und so weiter. Aber auch eben Discount-Calls. Und auf die wollte ich ja jetzt eingehen noch. Angesichts der Tatsache, dass wir fast am Ende der regulären Zeit sind, wenn ich noch darf. Ja, sicher. Wenn wir ein paar Minuten überziehen, dann wird keiner verärgert sein. Keine Sorge. Genau. Denn die Discount-Calls, die mögen wir eigentlich schon, seit wir bei BO waren, Mitte der 2000er Jahre. Kurze Erklärung bei so einem Discount-Call, wenn man... Musst du kurz erklären. Bei Börse Online, Entschuldigung. BO ist Börse Online. Geflügelter Begriff für dich. Genau, also Discount-Optionsscheine, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Man ist im Gewinn nach oben begrenzt. Dafür hat man aber, je nachdem wie man sie aushält, oder kann man eine Seitwärtsrendite haben. Ich suche die ganz gerne so aus, dass ich den Cap ungefähr dahin lege, wo der DAX notiert. Natürlich immer abhängig von der Marktmeinung, so viel ist klar. Aber ich habe jetzt mal einfach beispielhaft einen ausgesucht mit Laufzeit Mitte Januar 2015. Das Papierchen kostet 3,27 Euro und 8.700 der Basis, 9.200 der Cap. Es gibt eine Maximalauszahlung von 5 Euro. Ganz einfach zu rechnen. Jeder DAX-Punkt ist 1 Cent. Das bedeutet einfach, wenn Sie gucken, mal angenommen, der DAX würde bei 9.100 zur Fälligkeit stehen, wäre das Papier 4 Euro wert. Alles, was der DAX 9.200 plus hat, gibt es immer eine Auszahlung von 5 Euro. Unter 8.700 wäre das Papier dann wertlos zur Fälligkeit. So viel auch noch als Risikohinweis und als zur Vollständigkeit gesagt. Worum es aber prinzipiell geht, ist, Volatilität wirkt sich auch bei diesen Produkten positiv aus. Und wenn man mal guckt, eine Seitwärtsrendite von dem Papier, die liegt im Moment bei 46%, absolut wohlgemerkt. PA bei 107, aber uns interessiert vor allem die absolute Renditechance, muss man sagen, Chance. Das heißt, der DAX über 9.200 im Januar brächte ihnen 46% Rendite ein. Und jetzt ist es ganz interessant zu sehen, wie verhält sich denn so ein Discount-Call gegen den klassischen Call im DAX. Also wir haben uns das eben mal angeschaut, wenn man einen 8.600er DAX-Call mit Laufzeit Januar nimmt, ebenfalls, also gleiche Laufzeit, dann ist es beim klassischen Call ja so,
mal angenommen, der DAX legt den Turbo ein und schnellt bis zum Januar auf 11.000 Punkte nach oben, dann sind Sie natürlich hier im Gewinn bei 46% begrenzt im Discount Call. Im klassischen Call würden Sie deutlich zulegen. Und wir haben uns mal angeschaut, wo ist denn der sogenannte Break-Even? Also sprich, ab wann würde ein klassischer Call mehr Sinn ergeben? Also der aktuelle Preis eines 8.700er DAX-Calls mit Laufzeit Mitte Januar, das wären 8,07 €. Also sprich, bei 9.700 Punkten, Pi mal Daumen, bei 9.500 Punkten, wenn ich richtig rechne, ich muss ja die Prozente berücksichtigen. Sorry. Also bei 9.770 Punkten wären Sie erst Break-Even. Das heißt, so viel müsste der DAX laufen, dass Sie ab diesem Zeitpunkt würden Sie mit dem klassischen Call mehr verdienen. Und in der Spanne 9,2 bis 9,77 würde Ihnen der klassische Call quasi keinen Mehrwert liefern, sondern würde der Discount-Call besser abschneiden. Also das ist eigentlich so ein klassisches Produkt für Leute, die sagen, ich gehe davon aus, dass der Markt sich mindestens hält. Das ist so die Grundaussage. Wenn er nach oben steigt, ist mir platt gesagt egal. Es darf nur eins nicht passieren, er darf nicht fallen. So, und die sagen, ich will aber gar nicht unbegrenzt im Gewinn dabei sein. Es reicht mir, wenn ich eine Maximalchance habe, da weiß ich, wo die begrenzt ist. Und wenn ich die voll ausschöpfe, das ist mir genug und damit bin ich extrem happy. Der klassische Call wird sich natürlich, wie gesagt, für die eignen, die sagen, ich rechne mit einer kompletten Kursexplosion beim DAX. Der geht durch die Decke und deutlich über die 10.000 und da will ich voll dabei sein. Die sollten natürlich in so einem Fall zum klassischen Call greifen. Übrigens, auch das der Vollständigkeit halber, das gibt es natürlich auch für die umgekehrte Richtung, also ein DAX-Put, das wäre dann analog quasi ein 9.700er Basis und 9.200er Cap, da wäre es dann umgekehrt so, sackt der DAX unter die 9,2, wäre es egal wie tief er fällt, auf 6.000, 8.000 oder 9.000, völlig wurscht, Sie würden da immer dann 5 Euro Auszahlung bekommen und wären, je tiefer es geht, natürlich mit einem klassischen Put besser bedient. Also so viel vielleicht noch ganz kurz zu den Discount-Calls, der Stefan hat ja schon gesagt, da wird es nochmal ein separates Webinar geben von Kollegen von uns. Ich weiß nicht, wann ist das, Stefano? Hast du das auf dem Plan? 22. September, meine Wenigkeit, da wird es auch um Discount-Optionsscheine gehen, wird es um Hedging gehen, wie ich mein Depot absichern kann, etc. Also beim ersten Produktwebinar hatten wir ja Optionsscheine und Turbo-Zertifikate. Dann diesmal Discount-Optionsscheine und zwar sehr stark den praktischen Bezug. Also wir werden dann nur noch sehr knapp die Produkte kurz erklären, aber da wird es sehr, sehr stark darum gehen, wie setze ich die denn überhaupt ein, denn das ist im Grunde genommen das Wichtige. Okay, prima. Genau. Ähnlich wie du das jetzt auch gemacht hast. Kurze Erklärungen, wann lohnt sich etwas, wann lohnt sich ein Call, wann lohnt sich eher ein Discount-Optionsschein. Also ähnlich so, wie du das eben gerade angerissen hast. Ja, vielen Dank dafür. Aha, okay. Alles klar. Dann würde ich jetzt sagen, wir haben kurz nach 8 Feuer frei für Ihre Fragen sozusagen. Dürfen Sie uns gerne stellen. Also stellen Sie gerne jederzeit Fragen. Zum Abschluss, genau. Wenn du von deinem Part her fein bist und abgeschlossen hast. Ja, und uns hat jemand interessanterweise eine Frage per Mail geschickt. Der hat offenbar hier oben den Kontakt info@feingold-research.com gesehen. Da war die Frage, was wir denn von sogenannten Qualitätsaktien halten, also sprich von den BASF und den Bayers dieser Welt und den Daimlers. Sehr gute Frage und die Antwort steckt ja fast auch schon ein bisschen hier in der ISIN-Liste mit drin. Bonuszertifikat mit Cap auf die BASF, Bonuszertifikat mit Cap auf die Bayer. Die Werte sind ja jetzt ein bisschen getroffen worden und wer eben vor ein paar Wochen gesagt hat, die Aktie hätte ich gerne oder über ein Produkt abgebildet, der kann sich jetzt eben das, was ich auch schon angesprochen hatte, mal ansehen, nämlich einfach Bonuszertifikate mit Cap im Gewinn begrenzt, aber dafür mit geringem oder ohne Aufgeld.
da kann man sich einfach in die, wenn man so will, in die Aktie jetzt mal reinstellen, erst einen Fuß in die Tür bekommen. Und wenn das Ganze aufgeht, hat man eben die Chance auf eine, gerade im Vergleich zum Tagesgeld, sehr ordentliche Seitwärtsrendite mitunter. Und nach unten ist das Risiko eben nicht größer, als wenn man 1:1 in die Aktie investiert. Da werden wir in den nächsten Tagen bei Feingold Research auch immer wieder Produkte vorstellen, nicht nur auf Daimler, Bayer, BASF oder Volkswagen, wie ich es Ihnen jetzt heute mal reingestellt habe, sondern auch auf andere größere Titel aus dem DAX, die auch dann natürlich so ein bisschen von der Vola unterstützt sind und wo man vielleicht ganz nette Renditen holen kann. Ja, und dann vielleicht noch als letzten Nachtrag von mir, weil wir die ja leider wirklich nicht untergekriegt haben, die Discount-Optionsscheine auf Euro, US-Dollar. Habe ich Ihnen hier in die Auswahl gestellt? Ja, wie gesagt, sind wir jetzt leider nicht dazu gekommen. Funktioniert von der Logik her genauso wie die Discount-Calls auf den DAX, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, also mit Cap und mit Basis. Und diejenigen, die uns verfolgen, wissen, dass wir auch da immer mal schauen, welche Währungen bilden denn Boden. Da arbeiten wir auch viel mit Charttechnik oder haben eine besondere Situation. Also beispielsweise gab es letztes Jahr ja die interessante Lage, auch mit Scheinen von der DZ-Bank schön abzubilden, dass man auf den Euro zum Schweizer Franken spekulieren konnte, auf eine Seitwärtsrendite. Da war eben dann zeitweise noch viel Vola drin. Im Moment ist die Vola da ein bisschen rausgegangen, aber wenn sich da wieder Chancen ergeben, werden Sie auch da interessante Papiere bei uns in der Auswahlliste finden und oftmals dann auch noch versehen mit einer Chartanalyse von dem Franz-Georg Wenner bei uns, der sich auch gerne mal so ein bisschen Exoten anguckt, wie euro-australischer Dollar, der auch ein Währungspaar, das immer sehr schöne Trends aufweist, beispielsweise. Das kann Optionsschein auf Euro-Dollar, hattest du es gerade erwähnt, welche Erwartungen müsste ich da haben, damit es sinnvoll wäre für mich, so einen Discount-Optionsschein auf Euro-Dollar zu kaufen? 1,3387 sind wir ja momentan sehr deutlich runtergekommen in den letzten Wochen. Genau, ich gucke mal gerade hier den einen, die DZJ79H, dann rufe ich die mal auf. DZJ79H. So. Na, okay, mal. So, da ist er auch schon. Das ist jetzt ein Papier 1,2750, 1,3250, also zwischen Basis und Cap sozusagen 5 Cent Spannbreite. Und wir sind ja im Euro-Dollar gegenwärtig bei 1,3386. Danke, 1,3386. Also hätten wir da einen guten Cent Puffer nach unten sozusagen, den der Euro theoretisch noch nachgeben könnte, bevor wir überhaupt erstmal am Cap ankommen. Und wenn man sich dieses Papier anschaut, dann ist der letzte Handelstag 9. März 2015. Also wir haben rund 7 Monate Zeit und das Papier bringt eine Seitwärtsrendite von 26% absolut. Und zu deiner Frage, Marktmeinung, ich muss davon ausgehen, dass der Euro sich mindestens hält oder sogar wieder ein bisschen stärker wird. Und wenn man da unsere persönliche Meinung wissen will, also bei 1,40 waren wir ja im Frühjahr schon, da hat ja Mario Draghi immer gesagt, ja, er will den Euro eigentlich schwächer sehen, weil der Export natürlich leidet, je stärker der Euro ist. Heute aber haben wir ja von der Fed in den USA gehört, dass die Wirtschaftsdaten gar nicht so erfreulich sind und da klang ja schon zwischen den Zeilen wieder was raus, dass die Zinserhöhung möglicherweise nicht unbedingt kommen könnte 2015, die ja viele schon eingepreist hatten. Und dass die Geldpolitik vielleicht doch nicht so straff wird, wie mancher denkt. Also wenn man dann umgekehrschluss wieder davon ausgeht, dass der Euro stärker wird gegen den US-Dollar oder mindestens stabil bleibt, dann ist so ein Papier, wenn man auf Seitwärtsrendite setzt, das passende Vehikel. Und deswegen hatte ich das auch rausgesucht. Also eins ist sicher, wahrscheinlich die Notenbankwächter werden uns auf irgendeine Art und Weise in 2014 bestimmt überraschen. Da können wir die Uhr nachstellen, ob Draghi oder Yellen. Die werden sicherlich noch einige Überraschungen da haben. Ja, die Japaner kann man auch noch dazu nehmen, genau. Also das stimmt, die Notenbankbörsen gehen
gehen sozusagen weiter und ich glaube, bis Ende des Jahres, wenn man so ein bisschen einen Vierklang bilden will, dann glaube ich, Konjunkturdaten, Notenbankpolitik, Geopolitik mit Russland vor allem auch nicht zu vernachlässigen und das Gewinnwachstum der Unternehmen, das werden die bestimmenden vier Faktoren sein, mit speziellem Fokus eben auf die Notenbankpolitik in den USA und auf etwaige Überraschungen da. Also da sollte man die Daten genau beachten und vor allen Dingen auch so ein bisschen immer zwischen den Zeilen lesen, was wird erwartet und was ist gerade so Marktmeinung unter der Hand, wenn man so will. Ja, schöner Abschlussstatement, Daniel, Benjamin, vielen Dank. Feingold Research heute bei der DZ Bank zu Gast. Vielen Dank, dass ihr da wart und einige von euren Einblicken von der Analysenmethoden, worauf ihr achtet, dass ihr einfach auch die Volatilität sehr stark mit eurer Anlageentscheidung mit reinnehmt, war sehr aufschlussreich. Ich würde mich freuen, wenn Sie jetzt noch einige Fragen haben. Sie dürfen sie gerne stellen. Wir werden hier bleiben, bis die letzte Frage beantwortet ist. Insofern, wenn Sie eine Frage gestellt haben, bleiben Sie einfach dabei. Wir werden sie jetzt in den nächsten Minuten beantworten schriftlich. Ansonsten für alle anderen darf ich einen schönen Abend wünschen, auch im Namen von meinen Mitrednern. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Jetzt muss ich mal selbst lunzen in die Übersicht, was wir da für ein tolles Thema haben. Ich sehe schon nächste Woche am 18.08. Ich blende es mal hier kurz ein. Das kennen Sie ja mittlerweile, den Guidance Desktop. Da stehen ja auch immer die Webinartermine drin. Heute unruhige Zeiten beim DAX geschickt nutzen, 11.08. Und nächste Woche, 18.08. da wieder Marktanalyse und Trading 2.0 mit unserer Experten-Tradergruppe. Wie immer montags 19 Uhr. Ich freue mich, hoffe, Sie sind nächste Woche wieder dabei. Vielen Dank für den heutigen Abend. Eine gute Handelswoche. Bis dahin. Vielen Dank auch von uns. Danke fürs Zuhören.